Hallo Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu meinem ersten eigenen Let's Play Projekt. Wir spielen heute Saints Row 4 und ihr könnt mir glauben, ich freue mich richtig darauf. Ich habe bereits Saints Row 3 gespielt, ich habe es auch durchgespielt und es hat mir so gefallen, dass ich gar nicht erwarten konnte, endlich Saints Row 4 in den Händen zu halten. Es wurde heute geliefert und ich muss es sofort installieren und wir fangen jetzt mit der Kampagne an. Wir müssen natürlich ein neues Spiel starten. Es wird ein Blind Let's Play. Das heißt, ich habe es gerade installiert. Ich habe noch nicht mal reingeguckt. Ich weiß außer vom Hörensagen gar nichts. Und wir spielen auf normal. Die Helligkeit würde ich sagen ist so okay. Die rechte kann man gerade noch so erkennen, die linke ist gut. Fortsetzen. Oh, ich freue mich so. Und ein epischer Ladebildschirm. Der ist nicht ganz so episch. It is a truth universally acknowledged that every now and again a situation arises that defies explanation. And so it was with the ascension of the Third Street Saints. When the Saints made their presence known to the world in 2006, they were decried for being pretenders to the throne. The people were confused. Were the Saints sociopathic killing machines hell-bent on destruction? Or puckish rogues living a life of mirth and whimsy? The Saints needed clarity of purpose, and so the course was set. More fun, less mercy killing. This simple choice revitalized the Saints, transforming them from a degenerate street gang into beloved pop culture icons. But even then, the Saints were not satisfied. For it's one thing to be revered as a hero, it is another to be a hero. And that, my friends, is where our journey begins. Being a setup. It's not a setup. The intel is good. You trust this lady? Asha's one of the good guys. Oleg knows her from the KGB days. Oh, she's tied with the KGB. I feel a lot better. Look, Bert and I worked with her too. She's fine. Oh, yeah. I'm sure she's great at putting someone in a fucking body bag. That doesn't mean we should... schedule. We need to move. You're a real people person, aren't you? I'm sorry, is this a counter-terrorist operation or a Saints flow shoot? I'm Sean. Asha Odekar, follow me. We're here. Expect them to be all business. We know what's at stake. Do you? Look, lady, this motherfucker knows how to get shit done. Don't you worry about me. What's security? My tech guy brought us a 10-minute window. If we move fast, we'll only need to worry about the guards on foot. How many of those are there? Don't know about the numbers inside, but there are about 8 marching the perimeter. On my signal, we... Oh, hell. We gotta move! Hasib Allah yakhrib baytak wa'at! Come on,
right, honey. Subtlety is not really our thing. Come on, this way. Are you there? What are we walking into? The intelligence I'm looking at suggests... Hold on. Hide. Truck on its way. Wait a minute. Your hammer is... Was that Matt Miller? Kinsey, be nice. But seriously, what the hell? Matt Miller is a brilliant hacker, a venerated agent of MI6, and a key member of our operation. And the fact that he tried to kill us. What's past is past. We're all working together now. Let's focus on the job. As I was saying... Hold that thought, Matt. Guards ahead. So, Freunde, jetzt sind wir endlich im Spiel. Intro, sehr nice, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, ob das so weitergeht. Okay, wir schleichen uns hinten ran. Wir machen ihn nicht fertig. Und zwar leise. Matt, you were saying? The nuke is stashed deep in the compound. It's likely primed and ready to go. Getting booted from the US sent Cyrus Temple off the deep end, but teaming up with terrorists? Seriously? Headshot. Kommen noch welche? So, hier können wir rennen. Ich suche immer noch die Duckentaste, muss ich zugeben. Die habe ich noch nicht gefunden. We're in. Get my back. You should be nearing the missile. Cyrus' soldiers everywhere, so be alert. Attention, please. Quiet, listen. Saints, glad you can make it. Got it. Get personal. Why would I should have killed you in Steelport? Well, maybe take it personal. You ruined Steelport, ruined America. Ruin the game. Our leaders failed America by letting you live. Time to destroy Washington and start over. Nothing can stop me now, especially you. Sorry to see you. Und noch einer weniger. Nachladen kann ich auch. Sehr schön. Stirb, du Sau. Dich sprengen wir. Es macht Spaß. Oh. Wie, er hat überlebt. Ja. Du böse Säule, du. Ah, Maus. Danke. Ich freue mich, dass du mitspielst. Einmal nachladen. Und es geht weiter. Auf zum Kommunikationsraum.
going on? Shit! Our site's bombing the compound! Oh, wait a minute! We're still in here! I'm not dropping the bomb! Just get them to stop! I'll do what I can, but work quickly. Da kann ich mich nicht vorbeischleichen. Das ist schade. Und noch einer weniger. Scheiß Terroristen. Ich glaube, nach dieser Aufnahme werde ich erstmal die Videoeinstellung ein bisschen anpassen, weil das ist mir doch etwas zu langsam. Ja, es hakelt doch ziemlich. Komm, lass mich durch. Lass mich durch. Schön, dass du auf die Gegner schießt und nicht auf mich. Ich hab wieder den Zielen-Skill, den keiner überbieten kann. Komm, lad nach. Pierce, come with me. You two go through that door. On. Let's see how you can handle yourself, Mr. Celebrity. We'll be on mic. Handle myself? Shit. I can handle myself. Should be really close to the missile silo now. Stay alert. Cyrus is such a bird when it comes to security. No sign of the target, but we're looking at a stockpile of explosives and chemicals here. I can't tell what kind. Das kannst du knicken, mein Freund. Komm, lad nach. Beeil dich, komm. Schneller. Gott sei Dank. Also eine Panzerfaust möchte ich nicht unbedingt abbekommen. Das könnte etwas ungesund sein. Zumindest habe ich mir das sagen lassen. Ich weiß es natürlich nicht genau. Schließlich habe ich noch keine abbekommen. Und darüber bin ich froh. Oh, ich höre, wie geschossen wird. Da sind der Gegner. Ja, der Gegner. Da sind der Gegner. Lan. Nein, natürlich die Gegner. Es sind mehrere. Komm, komm, komm. Schieß, schieß. Nein, er schießt nicht. Meine Maus macht nicht mehr mit. Das ist schlecht. Jetzt geht's wieder. Na komm. Scheiß Scharfschütze da oben. Ah, jedes Spiel aufs Neue muss mich meine Maus verarschen. Das ist doch wirklich unfair. Aber glücklicherweise immer nur kurzfristig, sodass ich zumindest nach ein paar eingesteckten Kugeln weiterspielen kann.
Gehe in Stellung ist meine Aufgabe und das wollen wir doch machen. Doch zuvor unterbreche ich diese kleine Einleitung. Ich hoffe, euch hat es bisher Spaß gemacht. Ich freue mich auf den weiteren Verlauf. Über einen Daumen hoch, vielleicht ein kleines Abo oder einen kleinen Kommentar würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Und bis dahin verabschiede ich mich von euch, euer Stevie Venimix. Bis zur nächsten Folge.